Yo! Wir spielen wieder auf Profi. Moin! So, Erntezeit hatten wir ja. Heute spielen wir den letzten Akt. Ein paar tote Weinhändler in Chile sollen der Knüller des Jahrhunderts sein? Nicht die Opfer erregten meine Aufmerksamkeit, sondern ihr Mörder. Ich dachte, es war Mr. 47. Dieser geklonte Killer? Kommen Sie, Jack, der Kerl ist ein Mythos. Sogar die CIA und das FBI sagen, er existiert nicht. Wir sagen viele Dinge, Rick. Das ist unser Job. Delgado war ein sehr erfolgreicher Mann. Und in diesem Teil der Welt sind erfolgreiche Männer sehr auf ihre Sicherheit bedacht. Nur wenige hätten diese Sache allein geschafft. Sie liefen also einem Mythos hinterher? Mythos? Nein. Er regte nur meine Aufmerksamkeit. Und die eines Freundes bei der CIA. Der Zwischenfall in der Oper bestärkte unseren Verdacht. Sehen Sie. So, 47. Ah. Ich frage mich ja immer, was ist denn, wenn da jetzt einer ankommt und sich genau dieses Buch ausleiht, ne? Das ist dann richtig Pech, also. Ist sogar schon offen. Das ist auch voll der safe Ort. Hallo 47. So. Es gibt Arbeit in der Pariser Oper. Sie haben zwei Ziele. Wieder zwei Zielpersonen. Tenor Alvaro Dalvade und Richard Delahant, den amerikanischen Botschafter im Vatikan. Laut unseres Klienten betreiben die beiden einen Prostitutionsring mit Kindern aus Osteuropa. Die Proben zu Tosca laufen noch. In der Oper dürfte also einiges los sein. Da fallen sie gar nicht auf. Delahant verfolgt die meisten Proben aus seiner Loge. Er hat mehrere bewaffnete Leibwächter. Außerdem gibt's in der Oper einen Sicherheitsdienst. Vielleicht können sie sich unter die Bauarbeiter mischen, die das Theater momentan renovieren. Die MP brauchen wir auch nicht. Wir wollen ja Unfälle produzieren. Wir haben in der Garderobe etwas für sie hinterlegt. Im dritten Akt von Tosca wird der Tenor hingerichtet. Das wäre doch eine passende Gelegenheit für sie. Ja, die ausgetauschte Pistole. Das ist ein unkomplizierter Auftrag 47. Allerdings hatte die Agentur in Paris einige Probleme. Seien Sie vorsichtig. Die Agentur in Paris hatte einige Probleme. Aha. Was heißt denn das? Ja. Das Schmuckstück lassen wir heute zu Hause. Den können wir heute nicht gebrauchen. Wir gehen komplett mit der Standardausrüstung rein. Und starten. Ohne weitere eigene Waffen. So. Hier muss man aufpassen, dass man nicht von den Touris fotografiert wird. Das ist ein bisschen scheiße. So, jetzt schnacken wir mal mit ihm hier. Hier ist Ihre Jacke, Sir. Ja, voll unauffällig. Nehmen Sie die Jacke nicht mit, Sir? Ich brauchte nur etwas aus den Taschen. Ich hole sie später ab. Gott. Ja, das ist wahre Schönheit. Den mit den Elektriker da, mit den grünen Klamotten. Den brauche ich. Einmal Betäubungsspritze. Wo ist er denn? Müsste doch eigentlich schon lange hier reinkommen. Da ist er. So, schnell, schnell, schnell. Bevor der olle Wachpolizist da reinkommt. Schnell anziehen. Und den Typen verstauen. Bevor der reinkommt. Schnell, schnell, schnell. So. Anzug liegt am Eingang, wie immer. Sehr gut.
Werkzeugkasten. Ich glaube, den brauchen wir nicht mal. Genau, hier unten hätten wir dann die Möglichkeit, schwere Waffen hier mit in den Einsatz zu nehmen. Hier unten kommt man nur schon mit Arbeiterklamotte rein. Ich glaube, das Ding brauche ich gar nicht hier. Jetzt macht man hier das Licht aus. Man steht nämlich... Ach, ja, auch gut. Das ist nämlich nicht gut, wenn der eine einen dabei sieht, wie man hier das Schloss knackt. So. Hier oben. Bekommen wir nämlich jetzt die Zugangskarte zum Lichtraum. Die liegt hier. Und da hinten liegt noch ein bisschen MP-Munition. Da die drei Streifen. Aber eigentlich brauchen wir die nicht. Wenn wir die brauchen, haben wir verkackt. Tja, geht nicht, wa? Ja. Da gibt's so ein Speziallevel. Ja, hier gibt's ein Easter Egg quasi. Aber das, um das will ich mich hier heute nicht kümmern. So, wir haben hier jetzt gerade niemanden, der auf uns achtet. Das ist gut. Die sind gerade mitten in der Aufführung. Und ich muss quasi jetzt... So, wir haben hier oben einmal die Möglichkeit, einen Unfall zu machen. Wenn man zwei... Hier kann man eine Bombe platzieren. Seht ihr, da unten ist der Typ. Und dann fällt ihm das Lichtding auf den Kopf. Das kann man aber erst machen, wenn man zwei von diesen Bomben freigeschaltet hat. Wir müssen die hier platzieren. Das Problem ist, der Typ ist ein Zeuge. Der hat uns hier oben gesehen. Den müssen wir loswerden. Unbedingt. So, der ist gestürzt. Was für ein Pech. Jetzt platzieren wir hier die Bombe. So. Jetzt sind die ja noch auf der Bühne. Okay, sie sind fertig. Ich muss zusehen, dass ich in diesen Raum reinkomme. Das ist einmal die Zielperson. Und jetzt laufen die nämlich gleich alle von der Bühne. Das ist nämlich das Problem. So, steht er auf. Darf natürlich nicht gesehen werden, wie ich hier reinrenne. Oh. Oh, oh, oh. Ja, sie haben jetzt die Leiche da gefunden. Der ist heruntergestürzt. Er muss auf Klo gehen. Er darf mich nicht sehen, wie ich da reingehe. Und der Typ muss erstmal hier rein und die Pistolenattrappe quasi in sein Dingens legen. In seine Garderobe. Und dann geht er nämlich einmal schiffen. Wir müssen... nicht ihn umbringen, wir müssen halt, also wir müssen ihn hier manipulieren, den Typ mit der Pistole, damit er den hier umbringt. Man kann natürlich auch sich da reinschleichen und ihn umbringen, aber jetzt haben wir. So. Jetzt hier warten. Gleich ist die Szene zu Ende. Die sind da immer noch in voller Panik, weil der Arbeiter da oben runter geflogen ist. Aber es hat einfach ein weiterer Unfall. So, und da sehen wir die Szene, die gleich beim nächsten Mal mit einer echten Waffe ausgeführt wird. Naja, deshalb nimmt auch der Schauspieler die Waffe nicht mit in seine Kajüte, sag ich mal, sondern in echt würde da ein Team stehen, was eigentlich die ganze Zeit auf diese Waffe aufpasst, wenn es eine echte ist. Andererseits ist das hier natürlich nur so eine Platzattrappenwaffe. Da rechnet natürlich keiner damit. Das Lustige ist, wenn ich die Attrappenwaffe benutze, also die nehme und als Waffe benutze und auf jemanden schieße, dann rasten die genauso aus, auch wenn die keine... auch wenn die,
überhaupt nicht verletzt werden. Das finden die überhaupt nicht lustig. So, gleich müsste der Macker hier reinkommen. In seiner ersten Weltkriegsuniform hier. Von den Deutschen. Na, wo ist er? Rechts geht eine Tür. Da ist er. So, und gleich geht er nämlich nochmal raus. Jetzt rennt er hier rum und übt mit seiner Pistole. Puh. Moin. On dirait un vrai. Heureusement que ce ne l'est pas. Komm schon, schön üben. Ey, richte den Lauf nicht auf mich. Ja, das ist wichtig, ne? Erschießung üben. Als Deutscher muss man das können. So, du musst unbedingt auf Klo, genau. Machen wir die Pistolenattrappe einstecken. Und ablegen, erste Weltkriegspistole. Zack. Hier kann man nochmal sehen, wo wer wo steht. So, einfach raus. So, jetzt ist eigentlich alles vorbereitet für unseren Coup. Jetzt müssen wir nur oben in den Lichtraum. Dafür haben wir die Karte ja geklaut. Es ist ein bisschen Speedrun, aber man kann sich hier natürlich die ganze Zeit rumlaufen und damit beschäftigen und 3 Stunden hier verbringen, wie ich das schon mal gemacht habe. Aber, Wir sind schon ein bisschen suspicious, ne? Hier hinten ist ein Wachraum. Der da rechts. Da gibt es auf jeden Fall MPs. So. Und von hier können wir uns jetzt gleich schön die Show angucken. Die warten da schon. Da kommen sie. So, und der Sprengsatz, der hält, also die Rolle von dem Sprengsatz, die hält quasi diesen Kronleuchter hier. Und wenn der Typ da gleich auf der Bühne abgeknallt wird, dann ist sein kleiner Kinderporno-Freund hier unter mir auf einmal ganz, die sind ja mehr als Freunde. Dann sind die, ist er halt ganz aufgeregt und rennt dann hier unten hin und stürzt einmal hier unten direkt vorm Pult, dieser Gangway hier. Und in dem Moment muss das Ding runterfallen und dann gibt's hier halt 2 Tote. Ne? Ja, und mit 2 Sprengsätzen kann man sogar einmal die Lichtleiste und einmal den Kronleuchter hier zu Fall bringen. Dann sind hier auch einfach doofe Unfälle passiert. Ja. Hat irgendwann jemand die Sachen da oben nicht ganz festgeschraubt. Ja, schon mal einen Zünder in der Hand. Oh. Ja. Habe ich ein Fernglas? Ja, ne? Ohne Zoom. Aber Distanzmesser ist drin. Gut. Cool wäre natürlich, wenn man auch noch einen Punkt hätte, an dem die Distanz gemessen wird. Das hätte schon was. Ne? Aber es ist hier halt auch so gut, also überhaupt nicht wichtig. Man hat hier mit seinem Scharfschützengewehr auf den Entfernungen, wo man hier kämpft, ja 0 Bullet Drop. Pienamente. Können wir Licht ausmachen? Nee. Man kann sich auch in so eine Soldatenuniform da quetschen, quasi, und hier mitspielen, die ganze Nummer. Das geht, glaube ich, auch. Man kann auch der Typ sein. Man kann sich auch den Typen sich holen, sich als der Typ verkleiden und dann den Macker da abknallen.
Aber ja, das kommt halt nicht so geil, ne? Dann steht man da auf der Bühne, hat ihn auf einmal erschossen. So ist besser. Ja, da ich den zweiten Sprengsatz hier noch nicht habe. Oh, zum Glück, ey. Ich werde mir so eine Oper niemals. Das ist jetzt schon, ne? Man hat ja nicht mal die ganze Oper gesehen. So, jetzt geht das gleich los. Wenn man die Musik hört. Jetzt ist er fällig. Todd. So. Noch merkt keiner was? Jetzt gleich werden sie aufmerksam. Schön drauf achten. Na? So. Steht immer noch nicht auf. Tja, da ist wohl was passiert. So ein Scheiß. Oh, oh, oh. Er ragdollt. Oh nein. So, da unten packt er sich gleich auf die Fresse. Erledigt. Hupala. Kamen die denn auf einmal hier rein? So, mal schnell umziehen. Oh Gott, hier ist richtig Action. Schnell weg hier. Und raus. So. Mal gucken, ob es irgendeinen Zeugen gibt. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, ich habe keinen Fehler gemacht. Ach, drei Unfälle. Schon wieder ein komischer Tag bei der Oper. Ja. Ja, ne? Die klassische vertauschte Pistole. Voll durchgezogen, drei Unfälle. Lautloser Killer. Bekanntheitsgrad nicht höher. Kein Lärm, keine Gewalt. 14 Minuten, alles sauber erledigt. 150.000 Tacken extra. Super Sache. Müssen wir kein Geld ausgeben. So. Das könnt ihr euch gerne dann hier nochmal langsam reinziehen. Wie immer einfach auf Pause. So. Einfach auf Pause machen, wenn ihr das genau lesen wollt, alles. Katzen verursachen tödliche Explosionen. Wie ersetze ich einen Vizepräsidenten? Hier sind so geile Sachen drin, also... Ja, ja. So. Das wäre die Zeitung. Ich denke mal, da kann man immer einmal kurz auf Stopp drücken und dann passt das. Genau, und weiter. Speichern natürlich. Ja, ne? Dann lasst für die geile Nummer hier, für die ganzen Unfälle in der Pariser Oper ein Like da und... Bis zum nächsten Auftrag. Reingehauen.